Bye bye Los Angeles und hallo Deutschland. Die neuesten Fotos auf Leni Klums Instagram-Account legen zumindest nahe, dass der Klum-Kaulitz-Clan nun nach Berlin übergesiedelt sein könnte. Die Dreharbeiten für die 16. GNTM-Staffel stehen an. Corona-bedingt sollen sie laut Bild weitestgehend in und um die deutsche Hauptstadt herum stattfinden. Aber die Castingshow wäre nicht das, was sie wäre ohne Heidi Klum. Im Klartext heißt das, die Wahlamerikanerin muss nun ihre Koffer packen und soll für die Dreharbeiten einige Monate in Berlin unterkommen. Natürlich sind ihre 4 Kids auch mit von der Partie. Dass sie nun bereits deutschen Boden unter den Füßen haben, könnte man meinen, wenn man sich die neuen Fotos von Heidis ältester Tochter so anschaut. Auf dem ersten Foto ist eine liebe Willkommensbotschaft auf Deutsch aus Donuts geformt. Auf dem nächsten sieht man sogar eine gemütlich eingerichtete Zimmerecke mit Tipi, Kuscheldecke und Girlande. Scheint, als hätte es sich Leni in ihrer vermeintlich neuen Heimat schon richtig gemütlich gemacht. Ob sich Tom dann diese Gitarre schnappt und für Heidis Kids ein paar deutsche Klassiker zum Besten gibt?